Selbstmord ist auch für Sechsjährige geeignet. Oh, stimmt. Oh, das Selbstmord oder versuchter Selbstmord von Gene Erlington. Ich meine, das sind so übelst dunkle Themen. Also, tiefgründige Sachen und so. Ich sehe schon kommen, ich sterb hier noch. Vor allem, da sieht man ja Zombies und alles. Sowas ist ab 6. Was, jetzt in dem Spiel hier? Naja, ja. Also Zombies sind ja jetzt, das sind ja niedliche Zombies. Guck mal, der ist doch süß. Naja, ja. Selbstmord ist auch für Sechsjährige geeignet, das ist echt lustigerweise klasse. Kann man die Sprache in den 3DS-Einstellungen auswählen. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, aber da war das Spiel, weil ich hatte das auf Schwedisch gestellt, da war das Spiel trotzdem auf Englisch. Ah. Die übersetzen das nur auf die Sprachen, in denen es das Spiel auch gibt. Ansonsten ist es auf Englisch. Ja klar, sie übersetzen das nur auf Sprachen, in denen das Spiel auch gibt. Ja, das ist ja der Sinn der Sache, das ist jetzt doppelt gemoppelt, glaube ich, gewesen. Ja. Naja, weil es ist... Na, ist ja auch egal. So, hier sollen wir also rein in dieses Ding, oder wie? Das sieht mir aus wie eine... Nee, das ist mehr wie eine Festung und nicht wie eine Höhle. Naja, mal gucken. Vielleicht komme ich hier trotzdem weiter. Zombies müssen nicht immer was Ungeeignetes für Kinder sein. Nee, eben. Warum? Naja. Plants vs. Zombies, genau. Plants vs. Zombies ist doch toll. Können Sechsjährige schon lesen. Die gehen bei ab 6 Spielen einfach davon aus, das Kind, das 6 Jahre alt ist, wird sowieso nicht das Ende dieses Spiels erreichen oder zumindest den Teil, an dem es böse wird. Ja. Und ehe das passiert, ist es schon viel älter. Aber ich meine, hier war ich doch schon, aber muss ich hier noch weiter? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Aha. Was hast du verpasst? Nun ja, weil das letzte, was ich gesehen habe, war, dass du in einem Level warst mit diesen 4 Damenstatuen. Ach so, nee, ach, das ist ja schon ewig her. Das ist ja schon ein Stream vorher gewesen. Ja, ja, ja. Bist du jetzt in ein anderes Level gegangen? Hä? Bist du jetzt einfach in ein anderes Level gegangen? Nö. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, weil das war das Letzte, was ich mitbekommen habe. Na, das mit den Statuen war das Letzte, was du mitbekommen hast. Was meintest du jetzt mit dem ins andere Level gegangen? In diesem Stream bin ich in kein anderes. Naja, ich bin zurück zum Hafen, aber... Aber an sich, das, was du da als letztes gesehen hast mit den 4 Statuen, das ist schon ein Stream her und ich bin schon weitergekommen seitdem. Hm. Ja, dann habe ich wohl was verpasst. Ach, oh, ich habe dich vorher extra gefragt. Du hast sogar gesehen, wo ich war vorhin schon. Ja. Ah. Was ist das hier? Eine Karte. Was für eine Karte halt? Des Gacker-Turms. Ach, das ist der Gacker-Turm. Aber gibt es in dem Gacker-Turm jetzt eigentlich auch einen Boss oder nicht? Tschu. Was ist hier? Funktioniert bei den Layton-Spielen nicht, das mit der Sprache einstellen, oder was ist jetzt gemeint? Schreiben die gerade nicht weg. Ich glaube, man hört dich nicht mehr, der Balken ist schon wieder weg. Jetzt hört man mich wieder. Gut, dass du mich rechtzeitig darauf hingewiesen hast, dass mein Balken weg war. Ja, jetzt habe ich es wenigstens einmal gemerkt. Ja, hier sagt gerade jemand, Layton vs. Ace Attorney Part 0 auf Niederländisch war witzig. Schön, sehr schön. Oh ja, und jemand hat gerade auch schon geschrieben, verdammt, bin zu spät. Ach, naja, so viel später ist es nicht. Es geht noch.
Piu. Blub, blub. So. Hier kann ich jetzt lang. Aber hier war ich doch schon überall mal. Ist nur die Frage, ob das jetzt... was ist da unten? Komme ich hier irgendwo noch weiter? Das ist echt schwer zu sagen. Hier komme ich erstmal nach oben. Das sieht doch schon mal in Ordnung aus. Na, derjenige, der gerade zu spät gekommen ist, hat gerade gefragt, was er denn verpasst hat. Nichts. Eigentlich, also ziemlich wirklich nichts, ne? Nö. Außer halt ein bisschen rumgelaufen und zu klären, wo man hin muss. Genau, und ich glaube, ich muss hier einfach immer weiter nach oben erstmal. Okay, da kann ich jetzt rein und damit komme ich da rüber und damit komme ich da runter. Okay. Und hier ist neu. Also hier war ich vorher noch nicht, das heißt, ich bin auf einem guten Weg. So. Hey, Licht hat schon wieder irgendein Spiel gespoilert. Von Kirby hat der was gespoilert. Was? Der hat irgendwas von einem Kirby gespoilert. Ach so, ja, naja, gut, aber das ist jetzt es geht ja darum, wie brutal Spiele sind. Aber trotzdem, vielleicht wollte das ja jemand wissen. Noch spielen. Das Blöde ist nur, welches Kirby ist dann die Frage? Aber das wurde ja nicht gesagt und deswegen lassen wir das Thema auch. Doch, wurde gesagt. Nein. Oder? Weiter oben. Ach so? Da wurde das Kirby-Spiel auch genannt? Bei Kirby's Dream Land 3. Ach, jetzt hast du es gespoilert. Nein, jetzt hat er es gespoilert und du hast es weiter verraten. Du hast doch gefragt. Stimmt. Bin schuld. Bin schuld, dass gespoilert wird. Allein schon, weil ich den Stream hier mache. Aber ich komme da nicht lang. Warum? Ach so, hier! Herztintenfisch gefunden. Cool. So kommt man da raus, okay. Oh, die Zungen. Ja, das sieht irgendwie nicht so, nicht wirklich toll aus. Kommt drauf an. Jetzt mal im Ernst, so sollen sich wirklich 6-jährige Kinder angucken dürfen. Naja, die denken sich dabei noch nichts. Nee, noch nicht. So, okay, hier kommt man durch, das dachte ich mir doch. Und jetzt... Was bringt mir denn bitte dieses... hier ist ein Schlüssel. Okay. Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Die Welt hat einen Dungeon, in dem es ein Item und einen Boss gibt. Wenn man den Boss besiegt, kommt man in die nächste Welt. Danke schön. Ja, das macht Sinn irgendwie. Oh, gerade hat einer geschrieben, Spoiler, Spoiler, keiner kann sie leiden. Ach so, aber sonst haben wir ja keinen. Genau, sonst haben wir ja keine. Ja, aber heute spoilern wir aus Eile. Nein. Herztintenfisch zur Lebensakte hinzugefügt. Herztintenfisch zur Tintenfischakte hinzugefügt. Auch gut. Na, genau, du nochmal so und dann... Komme ich hier nicht durch, Mist. Na. Kann man die nicht wehtun? Nein, anscheinend nicht. Schade. Oh, schade, ja. Man kann sie nicht töten. Oh. Dabei würde man sie doch so gerne töten. Du musst ihn töten, du musst ihn töten. Weil sie sowieso im Weg sind. So, jetzt ist aber die Frage, wie komme ich weiter? Weil an sich, ich muss ja nach oben. Ich muss weiter nach oben. Geht das, wenn ich hier runtergehe? Nein, dann kommt nur das da. Aber da unten ist noch ein komisches Etwas, das ich vielleicht irgendwie aufmachen kann. Hier sagt jemand, dass dein Streamtitel noch aktualisiert werden muss. Och Mann! Steht noch Pokémon. Ja, das ist ja auch Pokémon. Nein, ich mach schon. Ja, ja. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Ja. So, und... Einer hat ja jetzt Pokémon erwartet, weil es da noch stand. Oh, das tut mir leid. Ich glaub... Aber ich habe doch in Pokémon gesagt, dass... Ach, egal. Na gut,
Sorry für alle, die Pokémon erwartet haben. Kein Pokémon. So. Ja, Pokémon Shantae Edition. Mhm. Pokémon and the Pirate's Curse. Auch gut. Pokémon and the Pirate's Curse. Ah, hier ist das Teil. Und was passiert, wenn ich das... Anscheinend nichts. Noch nichts. Mal gucken, was dann draus wird. Das muss ja einen Grund haben. So, jetzt gucke ich nochmal, was passiert, wenn ich da hingehe. Okay, es bleibt an. Das ist schön. Ah, Pokémon and the Pirate's Curse und dann gibt es noch als Gegenversion Pokémon and the Ninja's Curse oder so. Ja, genau, auch gut. So, weiter, weiter, weiter. Ich glaube nämlich, wir haben in dem Dungeon ja bald das Ende erreicht. So. Und schon bin ich oben. Und höp. Dann müsste es da ja eigentlich irgendwann mal weitergehen. Oder auch nicht. Das ist jetzt die Frage, ob ich da wo wirklich weiterkomme bei dem... Aua! Weg von mir. Hier. So, komme ich hier schon weiter oder muss ich woanders lang? Ich muss woanders lang, okay. Piraten und Ninjas. Pokémon Pirat und Pokémon Ninja. Genau. Und die Bossmusik, die würde doch eigentlich auch gut dazu passen. Also zu als Pokémon Battle Musik. Ich hoffe, wir haben bald wieder einen Boss, dann kann ich sie wieder hören. So, und hier. Nee, Moment. Ich mach das anders. Licht hat vorhin was geschrieben. Das ist natürlich die Frage, inwiefern man ein etwa 19 Jahre altes Spiel spoilern kann. Ein etwa 19 Jahre altes Spiel? Och, das kann man manchen Leuten noch spoilern. Man stelle sich vor, die Kinder von heute, die spielen manche Spiele ja erst als Virtual Console Titel und nicht als Original, als was es da mal irgendwann. Und trotzdem passiert dann da drin dasselbe, ne? Trotzdem würde dann da drin dasselbe passieren. Ja. Ja, das ist Günther. Wie komme ich an dich ran? So nicht, okay. Schade. Du musst dann irgendeinen anderen Trick geben. Ja, irgendwie muss man da ja langkommen. Irgendwas muss man ja jetzt freigeschaltet haben erstmal. Ist nur die Frage, was? Was ist hier? Okay, hier geht's nicht weiter. Was habe ich gerade gemacht durch dieses komische Aktivieren, was ich da getan habe? Das wüsste ich gern mal. Stimmt, Team Aqua sind ja schon Piraten, aber Team Magma sind keine... Ninja, Piraten, Terroristen. Pokémon Terror und Pokémon Freiheit. Oh Gott. Passt doch. Ja, aber das ist mir zu politisch persönlich. Ja. Schwupp, schwupp, schwupp. Okay, also, wie gesagt, Mr. L. Punkt. Wo geht's weiter? Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, mir das sagen zu lassen, ist das doch toll. Ja, stimmt. Dann muss man das ausnutzen. Wenn man das jetzt so betrachtet, spoilere ich mir ja theoretisch auch die Layton-Spiele. Oh, Pokémon rechts und Pokémon links. Das können ja einfach bloß Seiten sein. Und nicht, und das kann ja auch sein, dass jemand Rechtshänder und Pokémon Linkshänder ist. Oder einfach, dass die Welt umgedreht ist. So wie in Legend of Zelda Twilight Princess. Oh, wie komme ich denn da nochmal hoch? Ich habe ehrlich gesagt noch nie Legend of Zelda gespielt. Ehrlich gesagt, es gibt da gute Teile und es gibt da andere gute Teile.